Yo, servus miteinander. Heute mal wieder ein bisschen Nostale am Zocken hier live. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Akt 4, ein bisschen Ruffarm und so weiter und so fort. Wisst ihr ja das Übliche. Mal schauen, was ich sonst noch so für Nostale-Videos bringen werde. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr euch so gerne angucken würdet. Joa, erstmal hier so ein bisschen Eventzeug verschwenden, ne? Kennen wir ja von dem Spiel. Da ja dieses Event momentan ist, rennt damit jeder hier rum. Zufällig ziemlich leer. Scheint mal wieder so, als ob unsere Engel wieder am Belagern sind. Ach, ist das herrlich beruhigend. Oh, da kommen sie schon. Und hauen gleich wieder ab eine Runde. Dann gönnen wir uns hier am besten. Nehmen wir uns den hier. Natürlich hauen die alle wie immer ab. Ach, herrje Mini. Wobei, so viele sind das gar nicht. Wie sie alle abhauen, ne? Ist echt grauenhaft. Soll ich mir die hier gönnen? Ja. Gucken wir mal. Na, komm schon. Jawohl. Geht doch. Haut nicht immer so ab hier, meine Güte. Ja, entschuldigt, falls man mich nicht so laut hört. Mein Mikro ist etwas leise eingestellt. Oh, da kommt einer. Oder? Müsste doch einer sein, ja. Haut ruhig alle ab, ey. Haben alle immer Angst hier in Akt 4. Gut, ist verständlich, seit SP5 und SP6 draußen sind. Kann man eigentlich echt nicht viel machen. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie lang die Videos allgemein gehen sollen. Ich weiß es nicht. Ich hau immer so diese Tarotkarten rein für 3 Stunden und dann suchte ich das durch. Aber ich bezweifle, dass ihr 3 Stunden lang durchgehend beim Ragen zugucken wollt. Wie ich hier zum Beispiel gleich wieder auf den Sack krieg, weil die alle wissen, dass ich da bin. Ja. Jo. War klar. Oh. Haben wir nochmal eine Runde Glück gehabt? Außer die verfolgen mich jetzt, dann wäre es echt ein bisschen doof. Was ich gut vermuten kann, dass sie daherkommen werden. Oh, da sind einige oben. Ah, komm, den gönnen wir uns eine Runde. Ah, scheiße, jetzt habe ich glaube ich gelitten. Ja, so viele wie immer. Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht, wieso die ganze Zeit immer bei sich warten, bis sie hierher kommen. Total unlogisch auf Server 1. Die ganzen Dämonen warten immer auf ihrer Seite und dann wundern sie sich, warum wir belagern. Ups. Oh, HBs sind immer geil. Das ist natürlich echt gediegen. Muss man echt aufpassen, wenn die anderen immer HBs haben, dann ist echt. Also für die, die nicht wissen, was es ist, sind Holy Buffs von der SP. Holy, beziehungsweise Heiliger Magier. Dass man keinen kritischen Schaden erhält. By the way. Ah, Handy gehen mir hier auf den Sack. So.
Ja, was kann man da noch so labern hier? Ich bin gerade noch ein wenig gechillt drauf, da ich gerade eben erst angekommen bin. Normalerweise sieht das anders aus nach einer Stunde, wenn dann echt ziemlich viel los ist in Akt 4 und man dann die ganze Zeit auf den Sack kriegt, weil alle auf einen rennen. Na, ne, ist ein bisschen zu voll da oben. Schaut nicht so gut aus. Checken wir mal die Lage da oben. Ja, doch, da kann man was reißen. Ja, reinfliegen, ja, machen wir mal. Oh ja, da kommen sie alle, meine Güte. Oh, kommen, die gönnen wir uns alle. Oh, nicht so gut, kommt. Ach. Na ja, klar, dass ein gezeitigen Bändiger auf einen geht. Oh, verdammt. Falsch. Nein, halt. Wo sind denn die ganzen Leute hin? Ich vermute mal, es ist wieder mal wegen dem Event, dass hier alle wieder am Raid suchten sind. Die ganze Zeit immer. Schneemann Raid. Ich finde den total unnötig. Zuletzt hier mein Pyjama geplust vor ein, zwei Jahren oder sowas. Keine Ahnung. Ist echt ewig her. Ich werde mein ganzes Eventzeug nie los. Es ist echt nervig. Immer in Akt 5.2 leveln und dann hast du ja 10 Millionen Buchstaben. Tausende Kostüme hier wieder am Start. Kein Mensch braucht. Oh, Holy Buff immer wieder. Mann, am geilsten ist echt, wenn die Engel belagert werden, dann kannst du schön durchfahren und die alle von hinten wegholen. Nicht hier zweideutig denken. Irgendwie am geilsten ist es echt, Akt 4 zu zocken auf Server 1, wenn abends viel los ist und die Raids kommen, dann Raids zu verhindern, ist echt dann 100 Leute auf 100 Leute, um den Lord zu verteidigen, ist echt geil. Kommen die wahrscheinlich gleich wieder hierher geheizt. Da ist einer drauf gegangen. Oho, da hinten haben wir einige. Mal schauen, was du machen wird. Na, ah, schon wieder fehlgeschlagen. Verdammt. Ja, Internet. Jo. Schauen wir vielleicht mal dann da oben. Nicht so viele. Ich sehe das jetzt nicht. Unpassend, dass ich da unten jetzt gerade bin. Ah ne, da sind ja einige von uns. Doch nicht so unpassend. Wundert euch nicht, wenn ich die ganze Zeit die Mobs hier ankloppe. Mit diesem Combo-Skill geht es echt gut ab. Dann ist man schneller für eine kurze Zeit. Und die können wir jetzt auch noch gönnen. Ja, nein. Nein. Haut natürlich mal wieder ab hier. Jo. Ah, die könnte ich mir eigentlich gönnen noch. Die kriege ich noch. Das ist meine. Den gönne ich mir. Hau ab. Ah. Meine Güte, wir müssen immer am Killclown sein hier. Da sind einige, das könnte man jetzt natürlich riskieren. Könnte? Ja, könnte man. Ach du Heilige. Oh ja, der hat gesessen.
Ah, jetzt rennen die schon wieder hier durch die Gegend, ey. Bleib doch mal stehen jetzt. Immer hier am Rennen, ne? Haben wir die? Komm, den holen wir uns auch noch. Ah, doch zu viele hier am Start. Hauen wir mal wieder eine Runde ab hier, ne? Na, jetzt hat er sich ausgelockt, oder? Jo, das war gut. Ah, da unten ist er. Haben ihn schon gesehen. Haben wir jetzt mal so ein paar Dinger neu hier und suchen den eine Runde. Ah, da ist er. Spielt schon wieder Verstecken hier, ey. An dieser Stelle sterbe ich echt sehr gerne. Warten die da immer so schön, ey. Oder auch nicht. Wo ist denn der Kerl jetzt hin? Kann doch nicht verschwunden sein. Ja, ich wette, gleich kommt wieder irgendeiner um die Ecke angeheizt. Ja, genau, da oben wartet einer. Oder auch nicht. Wo ist der Speer, der von vorhin war? Oh, 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 unpraktisch, unpraktisch. Nein, nein, nein. Halt. Halt. Hau ab. Oder kann ich mir die holen? Risiko, würde ich sagen. Ziemliches Risiko. Aber sowas von Risiko. Das ist echt unpraktisch. Tut mir leid, mein Freund. Wollte ich nicht. Nein, das hätte ich jetzt nicht tun sollen. Ah, verdammt. Hey, run. Ah, nee, du, ey, ist echt grauenhaft. Komm. Na? Nee, Blackout. Oder Stun, was war das? Ja. Immer diese SP5 oder 6, jedes Mal. Ich werde dieses verdammte Eventzeug nie los, ja. Gehst du einmal irgendwo was leveln oder sonst was, hast du gleich dein Inventar voll. Schade, schade, dass nicht so viele in Akt 4 sind. Mit Speer ist echt am geilsten, wenn richtig so 100 Leute da sind und du bei deren Seite bist. Das, oh. Aha. Mann, dieses Hin- und Herfahren nervt. Ich könnte schon wieder ausrasten. Wieder mal. Ah, nee, ja, nein. Das war echt unpraktisch gewählt, da hinzukommen. Upsala. Wie ich schon gesagt, SP5 und SP6 immer am Start hier. Hätte er nicht tun sollen. Ich bin nicht mal mehr Flügel der Freundschaft hier.
Oh ja, der aus unserer Familie ist echt auch ein kranker Typ. Ey, der hat 95er Bogen. 7 plus 10 ist echt nicht mehr feierlich. Egal, schauen wir mal, dass wir wieder noch ein paar Kills kriegen und dann, ja. Heute ist echt nicht genug da. Und heutzutage in Akt 4 sind echt eigentlich nur noch 90 plus Leute, ist echt auch traurig. Also nicht traurig, ist eigentlich nicht schlecht. Man kämpft ja sozusagen gegen gleich stark, aber trotzdem. Wenn irgendwie 10-96er gegen 10-96er kämpfen und sonst keiner da ist, ist es auch wieder langweilig. Und die gammeln natürlich immer noch da oben rum. Was? Otter? Ah. Otter? Ich will da jetzt nicht hochgehen. Checken wir mal die Lage hier. Ah. Der will mich unbedingt haben, ey, der Sack, ey. Fühl mich ja schon wieder verloren, ey. Keiner zu finden. Oder? So, Mann, ne. Nicht riskieren. Heizt sie da immer noch rum, ey. Das ist echt grauenhaft, ey. Kommen die wieder von hinten? Solche Leute verstehe ich auch nicht. Manche heizen ja einfach nur durch die Gegend im Schatten und haben Angst, irgendwas zu machen. Und der ist natürlich jetzt draufgegangen, den ich haben wollte. Oh, mein Part. Komm schon, hau nicht ab. Das hasse ich. Immer die Leute abhauen, die Angst haben. Ne? Ja, jetzt kassieren die alle den Ruf, meine Güte. Ich gehe drauf und sie holen sie sich einfach mal. Das wäre natürlich mal geil, eine Runde lang nur mit den Verstärkungspots, ohne zu sterben. Nämlich eine echte Verschwendung. Oh, heilige Scheiße, sind die teuer. Na, da fliege ich doch lieber. Eigentlich verwundern, dass wir noch nicht belagern, weil normalerweise ist echt so, dass wir die ganze Zeit nur rumbelagern und nichts tun. Weil unsere Engel so dumm sind, gehen die AFK und dann kriegen sie aus dem Maul und dann ist wieder andersrum. Oh nee, verdammt, WKB ist verpasst. Kassieren die schon wieder die ganzen Kills, während ich hier durch die Gegend fliege? Meine Güte, ist das schlimm. Bei, was haben wir denn hier? Genau was? Nee, ja, nein.
werde, wenn ich jetzt wieder runtergehe, kriege ich aufs Maul. Aber sowas von. Wahrscheinlich. Oha. Geht mir nicht auf die Nerven, ey. Das ist auch, da willst du wieder rumfliegen, aber kannst nicht, weil dich jeder überbufft. Komm, den gönnen, oder? Hm, Risiko? Risiko. Ja, genau, schon wieder, ja, komm schon, ja. Das ist so schlimm, man kriegt nur Stunts, ey. Das ist so schlimm. Und der ist auch weg. Ne. Wobei. Boah. Schade. Er hat eine ordentliche Rüstung, Alter. Ja, ich glaube, wir strecken es mal für heute. Genug Kills gemacht. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Macht mal ein paar Anregungen, was ihr sonst noch so sehen wollt in Nostell. Und man sieht sich dann einmal.